So. Kann man bestimmt wieder was verbessern. Superladung. Verbesserungskit. Ja. Vorteile. Na gut. Wir müssen da runter. Also hier raus, hier durch, hier. Zack, zack. Gut. William? Was? Ich habe das Gefühl, du gehst mir aus dem Weg. Was ist los? Sag doch was. Schau mich an, Anya. Den verdammten Blechmann. Wie soll ich dir da nahe sein? Ist egal. Wir finden eine Lösung, so wie immer. Hey, warum versuchst du es nicht wenigstens? Weil ich verdammt nochmal sterbe. Und je länger wir so tun, als ob alles okay wäre, desto schwerer wird es. In einer Woche liege ich unter der Erde. Das weißt du nicht! Kannst du jetzt in die Zukunft sehen? Tu nicht so, als wüsstest du Dinge, die du bestimmt nicht weißt! Nun, die Toilette geht. Specie, bist du immer noch hier? Schwing deinen Hintern zurück zur Bodenkontrolle und regle den Scheiß dort. Der HAS-2-Hubschrauber fährt gerade im Hangar hoch und er bringt dich bis Galveston, aber danach musst du improvisieren, Mann. Abgefahren, Boss. Blaskovic, gehen Sie zum Hangar und sorgen Sie dafür, dass HAS-1 bereit ist, klar? Nicht für dich da zu sein. Die Kinder nicht großzuziehen. Das ertrage ich nicht. Dann gib nicht auf, William. Ich werde dich nämlich niemals, niemals aufgeben. Egal, was passiert. Komm mit zu den Duschen. Wir ziehen dir dieses Ding aus. Ich wasch dich. Du stinkst. Wenn ich es ausziehe, falle ich bestimmt auseinander und nichts passt mehr zusammen. Ich muss weitermachen, solange ich kann. Ach, Carolina, ich hab's versaut. Ich hab's ihr gesagt. Und gemerkt, dass ich nur mich selber schützen wollte, nicht sie. Gut. Sie weiß es. Lade die Batterie des Hubschraubers auf. Jetzt müsste mir bloß mal sagen, wo der Hubschrauber ist, ne?
Wer sucht, der findet. Oh, hi. Hallo. Sie ermutigen mich, Captain, nie aufzugeben. Ja. So, wo geht's hier lang? Irgendwas Verstecktes hier. Oh. Peace. Peace. Echt nettes Boot, Mann. Scheiße. Scheiße! Was ist los, Hattie? Diese Strahlennarben auf meinem Bauch. Die jucken in letzter Zeit wie die Hölle. Es ist so schwer, mich nicht zu kratzen. Die haben doch diesen Wissenschaft. Alberts Brief. Das ja, hat, Albert glaube ich. Hier. Vielleicht hat er ja irgendeine Salbe oder sowas. Ich weiß nicht, Lainey. Ich will ihn nicht mit meinem Juckreiz stören. Und diese scheiß Affenkatze oder was auch immer das ist verdammt gruselig. Und du dachtest, das mit Super Splash in New York wäre abgedreht gewesen. Erinnerst du dich an die Geschichte, wie er und sein Vater in der Wüste nach Außerirdischen gesucht haben, fast verdurstet sind und wegen der ganzen Blasen ins Krankenhaus mussten? Hey. War schwer, nicht loszulachen. Mir fehlt New York manchmal. Das war zwar eine radioaktive Hölle voller Regimeschweine, aber es war unser Zuhause. Wenigstens ist es hier sicherer. Jeder Tag, den wir überleben, ist ein Sieg, verstehst du? Aber wo ist jetzt der Hubschrauber? Hallo. Das ist... Oh. Hangar, guck mal, Hubschrauber-Hangar. Ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Holzweg. Diese Blutpapiere heilen Angst. Ich fühle mich wie in einem Sarg. Wir sind sicher, Barbara. Das zählt. Mach dir keine Sorgen. Erinnert mich an den Bombenabwurf. Tief unter der Erde. Ja, alles gefangen. Dann bringen wir den Vogel mal zum Fliegen, wie Grace es wollte. Konzentriere dich auf die Aufgabe. Dem Hubschrauber geht's gut. Sollte ich Grace wissen lassen. Aufgeladen wieder. Für was ist das hier? Ist auch irgendein Aufladeteil von irgendwas. Noch irgendwas rum. Hallo, Mister. Hallo. Das ist Maria. Laurent. Maria, Maria, Maria. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Mal wieder. Na ja, gut. Hey, B. Jo, servus. Der Hauptdarsteller.
denn hier? Signore, manchmal denke ich an meinen Hund Cosmo. Er fehlt mir. Ja, Cosmo und Wanda, ne? Ja. Captain Blaskovic. Gut, wir müssen hier runter. Ne, das ist Hacker. Aha. Doch, richtig gesehen. In sein Laboratorium. Hier. Fertig. Helikopter ist startklar. Danke, Mann. Zeit für eine kleine Versammlung. Hey, Max. Was hast du getan? Was ist hier los? Oh, Scheiße. Da kommt er. Gibt's was zu sehen? Himmel, Arsch und... Warum hat ihn keiner beobachtet? Hey, Fergus, sind beschäftigt. Keine Zeit zum Babysitten. Dann sperrt ihn doch zum Schwein. Wo ist das Problem? Max, mein Lieblingshemd. Scheiße, Max! Fergus, das ist nur ein Hemd. Das ist nicht nur ein Hemd. Ich hab's im Kind losbekommen. Ist mein einziges. Okay, Leute. Lasst alles stehen und liegen. Jetzt machen wir ihnen die Hölle heiß. Herr Engländer, Sie haben Atomwaffen an Bord, wussten Sie das? Oh, deshalb hat nur eine gereicht, um Totenkopfs Basis dem Erdboden gleichzumachen. Wie sind Sie drauf gekommen, Sie Genie? Oh, Sie wussten es. Und haben nur eine benutzt? Erklären Sie mir das mal, Sie Vollidiot. Sind Sie echt so beschränkt? Verdammte Scheiße, Sie können nicht einfach wahllos Bomben auf Zivilisten abwerfen, Sie Knallcharge! Sie dumme Pissnäke, ich sag doch nicht, dass wir die einfach so über irgendwelchen Städten abwerfen. Sehe ich aus wie eine vom Regime? Nein. Ich würde sagen, Sie sehen aus wie ein scheißenspeiender Vulkan, der hier sowas von rumschreit, dass man sich nur noch die Ohren zuhalten kann. Tja, wenigstens sieht mein Gesicht nicht aus wie ein riesengroßer Analprolaps. Wenn ich allein schon Ihre Triefaugen sehe, kommt mir die Galle hoch. Verstehen Sie? Der Grund dafür, dass wir die anderen Atombomben nicht eingesetzt haben, und das sieht verdammt nochmal wirklich der letzte Vollidiot, ist ganz einfach. Wir brauchen erstmal ein Ziel. Tja, und ich habe ein Ziel, und zwar ein verdammt gutes. Ein ausgezeichnetes sogar. Also pflanzen Sie sich, Sie verkackt saublöde Schottenschote. Also gut. Also hier. Specie ist zurück in seine Heimatstadt Roswell in New Mexico, um alles vorzubereiten. Nun, durch Species Versteck gelangt man in einen Tunnel, der direkt in die streng geheime unterirdische Basis führt. Und dort experimentiert das Regime mit irgendwelcher außerirdischen Technologie. Roswell? New Mexico, sagten Sie? Das ist eine von uns. Was heißt das? Eine von uns? Ja, das wüssten Sie gerne, hm? Und dann schicken Sie Ihren Kumpels in Berlin verschlüsselte Nachrichten. Nein! Was zum Teufel macht die überhaupt hier? Grace, sie gehört zu den Guten. Sie gehört verdammt nochmal zum Regime. Was haben Sie gesagt? Diese Geheimbasis, von der Sie erzählt haben, sie wurde gebaut von den Datjechut. Einer unserer größten Unterschlüpfe. Ja, hier in der Nähe dessen, was jetzt Roswell, New Mexico heißt. Aber es gibt sie seit 1000 Jahren, lange bevor Amerika von Europäern unterjocht wurde. An diesem Ort befand sich Antigravitationstechnologie, die das Blatt im Krieg problemlos hätte wenden können.
Wir gewährten der US-Regierung Zugang, aber leider war es schon zu spät. Amerika fiel, das Regime bekam den Unterschlupf in die Hände. Scheiße, das wird Spashy nicht gefallen. Er dachte, es wäre ein Außerirdischer. Hat 47 Mal ein Schiff dort abstürzen sehen. Also was haben Sie damit vor? Schon mal vom Generalstab gehört? Ja, da sammelt sich die Creme de la Creme der Kriegsverantwortlichen. Das Regime hat ihn in ihren Unterschlupf verlegt, Zed. Was da auch ist, ist verdammt wichtig, denn die obersten Ränge der Führungsriege haben Berlin verlassen und sich in New Mexico angesiedelt. Und deshalb brauchen Sie das hier. Was in aller Welt ist das? Das ist eine tragbare Atombombe. Wir schalten den Generalstab aus, legen die Führungsriege lahm und destabilisieren das ganze gottverdammte Land. Dann wissen alle, dass wieder gekämpft wird. Blaskowitsch, bereit machen. Ich schicke Sie nach Roswell. Hiermit. Roswell ist außerhalb unserer Reichweite. Wir setzen Sie also an der Küste nahe Galveston ab. Von dort fahren Sie nach Roswell, treffen sich mit Super Spash in Papa Joe's All-American Diner und platzieren die Atombombe inmitten des Generalstabs. Dann jagen Sie den ganzen Scheiß in die Luft. Genau. Okay, Blaskowitsch. Suchen Sie nach Papa Joe's All-American Diner. Dort treffen Sie Super Spash. Bleiben Sie in Ihrer Rolle. Die Kapuzentypen da vorne machen mir schon jetzt Angst. So, und wir rennen hier als Feuerwehrmann, wie wir es gerade gesehen haben, mit einer Atombombe getarnt als Feuerlöscher in der Gegend rum. Du musst einfach ein bisschen fleißiger lernen, Mann. Tja, also, ich weiß nicht. Dich hallo? Rein. Nur ein, zwei Stunden am Tag. Ich glaube, also, wir gehen wieder rein. Gehen Sie heute Abend ins Konzert? Oh, Chap geht. Er ist ein großer Fan von Die Käfer, oder Chap? Hey, Sie da. Ja, Sie. Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Tue ich aber nicht, weil Sie ein verdammter Verräter sind. Ja, aber Ihnen kann ich vertrauen. Sie erleben einen neuen Aufbruch Amerikas. Sie haben eine Wahl in dieser neuen Welt. Denn die Zeit wird kommen, in der sich... Germanische Medien, die ehrlichsten in der Geschichte. Die Spreu vom Weizen trennt. Waren Sie beim Geschichtsunterricht? Natürlich, Sir. Gut. Roswell, Kinoprogramm. Peter, wann wurden die Friedenstruppen nach Amerika entsandt? Ja, natürlich. Also, beeindruckend. Wie bitte? Ich habe die Kerben an deinem Gewehrkolben gesehen. Ein beeindruckendes Ergebnis. Oh, das sind keine Abschüsse. Haben die nur dafür, das? Dass das Gewehr mir nicht wegrutscht. Das Zeug kann man doch nicht trinken. Ich krieg Ausschlag an den Schwein. Ah, heiß drauf. Mir gefällt's. Kaltes Bier nach Dienstschluss. Fällt es denn? Aber wir können die Blumenvasen von der Fensterbank. Da ist ein Bug. Fahne weg, Fahne da, Fahne weg, Fahne da. Na gut. Victoria. Frau Inge. Ihr Buch. Ja. Ihre Papiere bitte. Identität verifiziert. Einen schönen Tag in Roswell, Bürger Robert Fisk. Sollten wir vielleicht nicht unbedingt lang gehen? Was macht der hier? Ich war gestern mit Mary Jane im Kino. Mann, der Film war richtig dufte. Der Kanzler hat Hollywood wirklich von dem ganzen verdorbenen Mist befreit, der früher immer lief. Jetzt ist alles viel besser. Und der Film ist der absolute Brüller. Mach dich auf was gefasst. Ich hab keine Ahnung, ob wir überhaupt richtig laufen. Du hast nicht. Oh, wir können rennen. Papa Joe's All-American Diner. Genau mein Ding.
Was hast du denn heute gelernt, Peter? Keine Ahnung. Sachen? Die neue Regierung lehrt dich wichtige Dinge, Peter. Was denn für Sachen? Dass der Kanzler ein großer Autor und Maler ist. Sehr gut, mein Junge. Bobby meinte, der Kanzler hätte die Mona Lisa gemalt und die Atombombe gebaut. Dann hatte mein Kopf in die Toilette gesteckt und gespült. Das ist ja schrecklich. Man sollte diesen Bobby Manieren beibringen. Was darf denn sein? Wir schließen leider in Kürze. Das ist zum Mitnehmen. Mal sehen, ich nehme... Blaskowitsch. Speci weiß, dass sie den Generalstab angreifen. Aber er weiß nicht, dass sie eine Atombombe dabei haben. Das müssen sie ihm sagen. Hallo? Komm, Peter, gehen wir woanders hin. Aber Mama, wir haben nicht mal... Aber! Oh Gott. Bitteschön. Danke. Einen schönen Tag noch. Sieh da, eine Erdbeermilch, bitte. Oh, ich hoffe, Sie haben hier kein Feuer zu löschen. Sonst komme ich ein andermal wieder. Das Feuer kann auf jeden Fall warten, Kommandant. Eine Erdbeermilch, komm sofort. Feuerwehrmann, Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Na ja. Und Sie sehen germanisch aus. Arbeiten Sie in Wache 2? Bitte schön, Kommandant. Oh, vielen Dank. Also, zeigen Sie mir Ihre Ausweispapiere. Bitte. Erdbeermilch, lecker. Das schmeckt mir in Amerika am besten. So einfach. Nur Milch und Eiscreme. Um den Rest der Karte werden Sie sich aber noch kümmern müssen. Ich glaube, sie sollte germanischer sein, ja? Ja! Kommen Sie aus der Gegend, John Smith? Hm? Ich lese hier, dass Sie in Wache 6 arbeiten. Wo ist die denn überhaupt? Diese Wache ist mir gar nicht bekannt. Reden Sie. Kommandant, Sie werden vom Generalstab verlangt. Hat das nicht Zeit? Ich trinke gerade noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Der Generalstab verlangt, Sie umgehend zu sehen. In Ordnung. Bin schon unterwegs. Grundgütiger. Großer Gott. Sie sind das... Blaskowitsch, machen Sie die verdammte Tür zu! Bevor noch mehr von denen eine Erdbeermilch... Nicht, dass ich Ihnen nicht vertraue, Blaskowitsch. Aber Sie könnten ja auch bloß eine Maske von William J. Blaskowitz tragen, unter der sich Ihr Weltraumechsengesicht verbirgt. Also, wie ist das verdammte Passwort? Sie gab mir keins. Na schön. Runter mit der Maske. Zeig mir dein verdammtes Echsengesicht. Super Spash-Waffe runter, sonst breche ich Ihnen den Arm und knipse Ihnen das schlecht aus. Ich wusste, dass Sie es sind, Terra Billy. War nur Spaß, kommen Sie. Willkommen in der Bodenkontrolle. Bin noch nicht dazu gekommen, hier ein wenig aufzuräumen. Das tut mir leid, dass... Der Scheiß hier ist echt gut. Das schirmt die Signale ab. Sehr effektiv gegen außerirdische Gedankenkontrolle. Wie geht's, Grace? Gut. Die kleine Abby? Absolut bestens. Mann, ich vermisse sie. Selbst, dass sie mir ins Gesicht pinkelt. Das vielleicht sogar am meisten. Kleine Stinkerin. Was machen Sie hier überhaupt, Super Spash? Das hier?
Mein Vater und ich haben hier alle Hinweise auf die Vertuschungen der Regierung gesammelt. Keks? Nein. Okay. Ist schon mehr als 10 Jahre her. Sommer 47. Hab in dem Jahr aufgehört, als Anwalt zu arbeiten. Und bin zur Schwarzen Revolutionsfront gegangen, nachdem ich dafür gesorgt habe, dass die falsche Mordanklage der FBI-Schweine gegen Grace fallen gelassen wurde. Damals hörte mein Vater den Polizeifunk und brachte mich nach Norden zur Murphy Ranch, wo wir dieses abgestürzte fliegende Untertassending fanden. Kurz danach stürmte das verdammte US-Militär rein und riegelte den gesamten Bereich ab. Irgend so ein Bullshit über einen Wetterballon. Alles nur Lügen. Denn wir waren schneller und hatten eindeutige Beweise. Hier, schauen Sie mal. Das Schätzchen hier habe ich von der Absturzstelle. Glauben Sie, das kommt von einem Wetterballon? Hier haben wir alles aufgezeichnet und überwacht, was das Militär im Schilde führt. Gebaut hat das hier mein Vater. Sie denken also, das war ein Raumschiff? Ich sag ja nicht, dass es eine fliegende Untertasse aus dem All war. Aber es war auf jeden Fall nicht von dieser Welt. Wenn Sie mich verstehen. Es ist alles miteinander verbunden. Wenn Sie der Kausalkette folgen, finden Sie am Ende diese geheime unterirdische Anlage 10 Kilometer östlich von Roswell bei Bottomless Lakes, Area 52. Dort hat die Regierung eine fliegende Untertasse abgefangen und die Leichen und die Technologie unterirdisch eingelagert. Alle waren beteiligt. Die FBI-Schweine, die Militärschweine, selbst das Präsidentenschwein höchstpersönlich. Schauen Sie doch. Area 52, Area 51, hier drüben Area 56. Überall im Südwesten. Nevada, New Mexico. Alles ein gigantischer Komplex, verbunden durch unterirdische Zugtunnel. Hier, sehen Sie die Bilder an. Plasmawaffen, Gedankenkontrolle, Antigravitation. Und nachdem unsere feige Regierung vor den Regimeschweinen kapituliert hatte, schnappten unsere neuen Anführer die Basen und machten eigene Experimente, um ihre Ideologie voranzutreiben. Hier, schauen Sie. Das ganze Ding ist die Area 52 Militäranlage. Hier oben haben die Regimeköpfe den scheiß Generalstab eingerichtet, wie man sehen kann. Hier, darunter, liegt das Gewölbe voll mit dieser ganzen abgedrehten Technologie. Alien-Scheiß, das ist alles da unten. Also, ich hab's selbst nicht gesehen, aber es ist da. Naja, was auch immer da ist, es sind keine Marsianer. Okay, in Ordnung. Niemand weiß genau, mit welcher Art von Technologie wir es zu tun haben, aber höchstwahrscheinlich außerirdisch. Das sind keine Aliens, Zed hat gesagt... Woher wollen Sie das wissen? Sind Sie jetzt ein Scheiß-Experte für Außerirdische? Nun, ich war verdammt lang Anwalt und ich weiß, wie gottverdammte Verschwörungen aussehen. Also, ich will ja nicht sagen, dass es Außerirdische sind, aber es sind verdammt nochmal ohne Zweifel Außerirdische! Also, in diesem Feuerlöscher habe ich eine Atombombe. Okay. Ganz ruhig. Wollte sie nicht verärgern. Grace meinte, sie können einen Weg in den Generalstab. Bringen Sie mich rein, dann springe ich mit dieser Bombe die Führungsriege des Regimes in. 1000 Stöcke. Ja! Ja, na klar! Das klingt so gut. Ich helfe Ihnen. Mein Vater hat diese Tunnel zum unterirdischen Zugsystem gegraben, das all diese Geheimbasen verbindet. Der hier führt bis zur Area 52 Güterzugverladungshalle. Perfekt. Also, packen Sie die Bombe in diesen Rucksack. Sie brauchen Ihre Hände zum Schießen. Okay. Viele Regimesoldaten da unten. Und andere Dinge. Also, ich bleibe per Funk in Kontakt und helfe Ihnen. Hey, viel Glück, Blazkowicz.